wenn einer Dichter und Professor ist? Mein Freund Franz Theodor ist der Dichter Franz Theodor Tschokor. Eigenartig, zerstreut, stets in Gedanken, setzt er durch sein Benehmen die Mitwelt oft in Erstaunen. Es war vor vielen Jahren, als er mich von meiner Mutter zu einem Kaffeehausbesuch abholte. Er trug eine Pullmannmütze und einen hellen Trenchcoat, der einige Flecken aufwies, kurz, der nicht mehr ganz hell war und von mir boshafterweise Antrenzcoat genannt wurde. Diese Schilderung lässt darauf schließen, dass er auf seine Kleidung nicht sehr heikel war. Das stellte sich im Kaffeehaus angekommen als Irrtum heraus. Denn er zog dort, zu meinem und dem Erstaunen aller Gäste, einen zusammenlegbaren Kleiderbügel aus der Tasche und hängte besagten Mantel sorgsam auf. Dann begrüßte er stürmisch alle Bekannten seiner Stammtischrunde und stellte mich vor. Wobei er diesmal zu erwähnen vergaß, dass er um 3 ganze Jahre jünger sei als ich. Was aber sicher nur aus Zerstreutheit geschah. Wir saßen kaum, als er sich bei einem Herrn nach dessen reizender Frau erkundigte. Ich stieß ihn mit dem Fuße. Es herrschte betretenes Schweigen, denn der Mann hatte sich eben scheiden lassen. Aber ebenso vergesslich wie hartnäckig ließ Franz Theodor nicht von dem Thema. Ein neuerlicher Fußtritt auf sein Schienbein bewog ihn, nur unter den Tisch zu schauen. Sein besorgter Ausruf, da muss ein Hund sein, löste das peinliche Schweigen in allgemeine Heiterkeit auf. Nach einiger Zeit verließ er den Tisch, kehrte aber bald blass und verstört zurück. Ich flüsterte ihm zu, was ist denn geschehen? Er flüsterte zurück, denk dir, ich wollte eben, ich musste, du verstehst schon. Da schrillte neben mir plötzlich ein grelles Glockensignal. Ich bin furchtbar erschrocken, so ein Pech. Bin aus Versehen in die Telefonzelle gegangen. Also unter diesen Umständen hielt ich es für angezeigt, aus dem Kaffeehaus möglichst schnell und ohne viel Aufsehen zu verschwinden. Wir zahlten rasch und Franz Theodor, noch vollständig verwirrt, verabschiedete sich von einem Herrn mit den Worten, »Auf Wiedersehen, Herr Tschokor!« Ich drängte ihn auf die Straße und äußerte den Wunsch zu fahren, um möglichst bald wieder bei meiner Mutter zu sein. In der Trambahn versank Tschokor sofort in Gedanken. Ein neues Theaterstück war im Werden. Durch die Mahnung des Kondukteurs aufgeschreckt, rief er nur unwillig, »Einen Kaffee, mehr Licht, bitte!« Alles lachte. Daraufhin hatte ich den dringenden Wunsch, den Weg zu Fuß fortzusetzen. Zu Hause erzählte ich Mutter, wie Tschokor sich bei einem Herrn mit den Worten, »Auf Wiedersehen, Herr Tschokor«, verabschiedete und wie alle gelacht haben. Meine Mutter, »Warum haben alle gelacht?« Ich, warum? Na hörst du, er hat doch Tschokor zu dem anderen gesagt. Mutter, na und? Ich, Mutter. Sie, ja, ich kann da nichts Komisches daran finden. Es wird halt sein Bruder gewesen sein. Es wunderte mich nicht mehr, dass Mutter und Tschokor sich immer so gut verstanden.